Wir möchten uns bei euch ganz herzlich bedanken. Uns ist aufgefallen diese Woche, wir haben das noch gar nicht gemacht. Wir haben uns noch nicht für 10.000 Abonnenten bedankt, beziehungsweise mittlerweile sind es 11.000. Ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank. Wirklich verrückt. Ja. Danke, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet, auf unserer Tiny House Reise, dass ihr Teil dieser Community seid und dass ihr die letzten zwei Jahre unseren Kanal, unser Projekt bereichert habt. Und vor allem auch mitgeformt habt. Also durch den ständigen Austausch oder auch gerade in unserem Hausbauprojekt habt ihr uns immer wieder auch motiviert, weiterzumachen, dran zu bleiben, aber uns auch daran erinnert, mal eine Pause einzulegen oder uns daran zu erinnern, dass wir uns im Detail verrennen oder ähnliches, dass ihr eure Erfahrungen auch mit uns teilt und wir enorm davon profitieren konnten. Ja. Danke auch an alle Tiny House Bewohner, die sich bisher auch bei uns schon gemeldet hatten, die wir jetzt besuchen durften. Super wir freuen Austausch. Uns jetzt auch schon, wie es im nächsten Jahr dann weitergeht. Dieser Austausch beflügelt einfach enorm. Und das ist so schön auch zu sehen an der Aufrufzahl, dass es euch auch inspiriert, sich diese Geschichten anzugucken. Und ja, das hat uns damals nämlich auch inspiriert. Ja. Unser Haus steht ja leider nicht bei uns derzeit. Aber es gibt etwas, was bereits bei uns steht. Und schon seit über 2 Monaten sogar, ja, meine ich. Stimmt. Oder schon fast 3 Monate ist es jetzt her. Unsere Küche. Wir wollten euch die eigentlich erst dann zeigen, wenn das Haus hier steht. Und ne, vielleicht mal eine GoPro aufbauen und das Ganze dann im Schnelldurchlauf beziehungsweise auch mit aufzeichnen, wie wir die aufbauen. Und dann seht ihr die auch zum ersten Mal. Aber jetzt sind schon wieder fast 3 Monate vergangen. Und wir dachten, dann geben wir euch doch mal einen kleinen Einblick. Genau, denn die Küche ist unser Herzstück. Für uns gibt es nichts Wichtigeres als das. Wir möchten euch zumindest mal mit runter in den Keller nehmen, euch unsere Geräte zeigen, auf die wir uns schon so sehr freuen, dass wir uns das gemeinsam anschauen, euch mal die Farbe unserer Küche zeigen. Vielleicht bauen wir auch zusammen noch einen Schrank auf, oder? Heute? Oder du morgen, wenn ich arbeiten bin. Ich bin morgen arbeiten. Ach, oh Gott, dann muss ich die alleine aufbauen. Vertan, ja. Also wie ihr seht, der Kühlschrank ist klein. Für uns auf jeden Fall mega klein. Das wird die größte Umstellung sein überhaupt. Aber wir sind froh, dass wir hier unten noch relativ große Gemüsefächer haben und müssen dann wahrscheinlich einfach gucken, dass wir uns sehr, sehr gut stapelbare Aufbewahrungsbehälter anschaffen, um wirklich auch maximal den Platz, das Volumen des Kühlschranks auszunutzen. Sonst wird das echt eng. Wir hätten uns natürlich auch für einen größeren Kühlschrank entscheiden können. Allerdings, das blenden wir gerne parallel nochmal ein, sah das in unserem Programm oder auch mit diesem IKEA-Programm, wo wir die Küche auch designt haben, eher platzraubend aus in der Gesamtwirkung und haben uns dann tatsächlich eher für den Look als den maximalen Stauraum entschieden, weil wir einfach das Gefühl hatten, zumindest in dem Programm, dass die Küche sonst viel kleiner wirkt und wir enorm an Arbeitsfläche verlieren. Also hoffen wir einfach mal, dass wir mit dem kleinen, aber guten Stück zurechtkommen. Also hier ist noch eine Folie drauf, deshalb drehe ich das mal um. Das ist die Farbe unserer Küche. Also so ein richtig schöner Mineralton, so eine schöne Erdfarbe auch, die nicht zu stark leuchtet, aber die einfach auch so ein bisschen Farbe reinbringt. Das hat uns ganz gut gefallen. Ich habe jetzt hier vor mir unsere Spüle, extra tief, extra breit, extra lang. Einfach, dass wir auch mal einen größeren Topf abspülen können. Und dazu passendes Zubehör. Diesen Einhebelmischer und den kann man auch, das finden wir ganz cool, noch rausziehen. Und ich denke, man kann auch den Strahl hier oben verändern. Also wir haben das noch nicht ganz raus. Ja, hier hat man 2 verschiedene. Hier ist unser Gasherd mit 4 Flächen, mit 4 Kochflächen. Wir haben die Knöpfe haben wir auch schon ausgetauscht. Wir hatten vorher diese hier noch dran. Die fanden wir irgendwie schöner, passender. Auch schön hier diese Glasfläche, ja, leicht für die Reinigung, dass man das auch mal abnehmen kann. Und ja, also wir sind mal gespannt, wie der sich im Alltag so macht. Hier unten ist dann unser Ofen. Wir haben uns also für einen Heißluftofen entschieden mit Dampfgarfunktion. Vorher haben wir unsere Lebensmittel, wenn wir mal gedämpft haben, dann meistens in einem Topf gedämpft. Und hier sind wir sehr gespannt, wie sich das verhält mit diesem Ofen und wie sparsam er vor allen Dingen ist. Wir hoffen nicht, dass er so viel Strom schluckt. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Hier haben wir jetzt mal als Beispiel eine Front unserer Küche.
wir haben jetzt sicherlich, das ist nicht die Front von dem Kühlschrank, aber es ist zumindest, gibt es einmal den Eindruck, wie das dann farblich aussehen wird. Ich habe jetzt auch die Rückseite genommen, weil hier ist ja noch die Folie drauf. Also das ist diese Recycling-Küche, die es eigentlich seit Ende letzten Jahres, glaube ich, gibt. Und im Grunde ist das, sind das Pressplatten mit recycelten PET-Flaschen. Wir packen also jetzt in den nächsten Tagen alles aus, müssen unbedingt überprüfen, ob auch alle Teile enthalten sind. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist es eigentlich. Klein, aber wir glauben, fein. Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck gewinnen können, hoffen wir. Also ja, wir werden die jetzt dann auch vermutlich, also so war der Plan, vorher auch schon mal aufbauen, bevor das Haus dann bei uns ist. Ja, wir haben uns noch nicht so wirklich motivieren können, da das Haus natürlich immer so Motivator war dafür, dann auch die getane Arbeit zu sehen. Genau, also ich glaube auch, sobald wir jetzt einen Tag haben, wann dann das Haus tatsächlich geliefert wird, kommt auch einfach nochmal dieser Aufschwung. November ist auch so ein bisschen, jetzt haben wir zum Glück auch großartiges Wetter nochmal, aber es wird kälter, man murmelt sich so ein bisschen ein und alles, naja, alles geht auch ein bisschen langsamer. Gut, jetzt haben wir natürlich auch wieder die Lockdown-Phase, auch das spielt mit rein. Ja, das Tempo ist tatsächlich ein anderes und wir sind uns sicher, dass die Motivation oder dieser neue Aufwind kommt, sobald unser Haus hier im Anmarsch ist und dann werden die Dinge auch wieder in einem anderen Tempo passieren. Da seid ihr dann natürlich auch dabei, wenn ihr Lust habt, das Ganze weiter zu verfolgen. Abonniert uns gerne unseren Kanal, lasst uns einen Daumen da und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Tschüss! Tschüss!